Hallo und herzlich willkommen im Keller. Und ich nehme euch gerade mal mit zum Szenariowechsel, weil für das Thema, was wir jetzt ansprechen, ist an meinem Tisch hocken definitiv der falsche Ort. Besser ist der Büchergang, denn darum geht's. Bücher, beziehungsweise lesen und das auf Tour. Denn ihr werdet vielleicht mitbekommen haben, wenn ihr es gesehen habt, wenn nicht, dann nicht, dass ich auf meiner Schweden-Tour dieses Jahr einen E-Book-Reader dabei gehabt habe. Diesen hier. Tief riecht die Schienen stellen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt habe ich überlegt, erzählst du was zu deinem E-Book-Reader? Das Doofe ist nur, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also ich bin keinsterweise jetzt in irgendeiner Form ein Experte, der 17 E-Book-Reader besitzt und jetzt sagen kann, welcher ist der beste, welcher ist nicht so gut, sondern ich habe bloß den einen, mit dem bin ich zwar sehr zufrieden, aber ja, deswegen habe ich gedacht, so ein reines Video, wo ich quasi eine Review, wie man das hier so schön nennt, zum E-Book-Reader mache, das macht vielleicht nicht so viel Sinn und daher ein bisschen so Diskussionscharakter. Sollte man ein E-Book-Reader auf Tour mitnehmen, macht das Sinn? So, und folgendes, ich erzähle euch mal die Historie meiner Erfahrung mit Büchern auf Tour. Ich habe auf der ersten Tour 2 bis 3 Bestimmungsbücher mitgeschleppt, weil ich da der Meinung war, ich muss jetzt da alles, was es da so gibt, unbedingt bestimmen in der Landschaft. Grundgedanke gut, in der Ausführung scheiße, weil die waren schwer. Ich habe dann auch immer mal so drin gelesen, so als Zeitvertreib und mir den Artikel zu diversen Tieren halt mal so durchgelesen. Also die waren auch als Zeitvertreib-Literatur gedacht. So, das nächste Mal hatte ich dann den Tipp bekommen, nimm dir doch ein gelbes Reklambüchlein mit. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das sind normalerweise so Klassiker der Weltliteratur, sowas wie die Ilias von Homer, Shakespeares, sämtliche Werke, also nicht in einem Buch, sondern jeweils einzeln, teilweise so kleine dünne Dinger, teilweise ein bisschen dicker, Caesars de Bello Gallico, der Gallische Krieg ist auch dabei, gibt es teilweise dann auch mit Originalsprache und eben deutscher Übersetzung auf der anderen Seite, also links immer Original, rechts immer Deutsch. Ganz angenehm, da kann man sich ganz gut weiterbilden, insbesondere wenn man Latein kann, kann ich leider nicht. Ich merke gerade wieder, die Schallisolierung meines Kellers ist bescheiden, deshalb muss ich die ganze Zeit quatschen, damit man nicht hört, was da draußen auf der Straße wieder alles passiert. Gut, und das Ende vom Lied war dann halt, ich sollte solche Bücher mitnehmen, weil erstens kann man sich weiterbilden. Zweitens liest man die zu Hause sowieso nie, weil man nie dazu kommt und die Zeit nicht hat und die Muße auch nicht finden, sich dann tatsächlich so einen Schinken mal anzutun. Und drittens sind die Autoren alle schon so lange tot, dass man es eventuell akzeptieren kann, wenn man dann so ein Buch dann zerreißt, also nach und nach immer Seiten rausreißt, die man halt schon gelesen hat und die dann entsprechend verbrennt. Da es eine Gruppentour hat, war das ganz lustig, weil ich dann meine rausgerissenen Seiten immer gebündelt an die diversen anderen, die da theoretisch auch Interesse an ein paar Seiten zu lesen hatten, weitergereicht habe. Das ging dann quasi reihum und dann irgendwann ist es tatsächlich als Zunder im Feuer gelandet. Wobei wir alle wissen, Papier ist eigentlich gar kein toller Zunder. Naja, egal, jedenfalls, das war nicht so optimal. Deswegen habe ich dann später, als ich dann meine Solotouren angefangen habe, gleich auf Hörbücher gesetzt. Die gab es da jetzt noch nicht so lange und die entsprechenden MP3-Player waren auch noch nicht so fortgeschritten. Das heißt, Hörbuch hören war für mich immer eine enorm beschränkte Ressource. Ich habe mich sehr gern gemacht. Aber ich habe mir immer so einteilen müssen, so am Tag kannst du so circa 20 Minuten hören, bis dein Akku dann halt mal irgendwann mal alle ist oder vielleicht mal 30 Minuten. Wenn du mal einen Tag nicht gehört hast, dann kannst du am nächsten Tag die luxuriöse Situation genießen, mal eine ganze Stunde hören zu können. Ich muss sagen, das hat mich mehr gestresst, dieses Ressource-Akku einteilen, als dass ich dann da wirklich Entspannung im Hörbuch gefunden habe.
Das waren also die Möglichkeiten, die ich bisher angewendet habe. Jetzt kann man natürlich auch sagen, und ich möchte da im Anschluss ans Video natürlich gerne auch eure Meinung zuhören, braucht man alles nicht. Man hat auf so einer Outdoor-Tour eigentlich quasi immer was zu tun. Man kann immer mal Wasser suchen gehen, man kann gucken, dass man Feuerholz findet, man kann schon mal die Karte studieren für den nächsten Tag. Und wenn man dann wirklich nichts mehr zu tun hat, was irgendwie sinnvoll wäre, dann geht man schlafen. Dann schläft man halt gegebenenfalls 10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden, habe ich alles schon erlebt. Es gibt Leute, die dann machen das so. Ich persönlich, das ist nicht so meins. Ich schlafe auch ganz gerne lange, aber ich brauche halt schon einfach dann. Es tut mir persönlich gut, es ist nicht unbedingt notwendig, aber gerade wenn ich alleine unterwegs bin, dann tut es mir gut, wenn ich zwischendrin halt einfach meine Ablenkung kriege und ein bisschen, was ich ja generell beim Lesen sehr interessant finde, in irgend so eine schöne literarische Welt eintauchen kann. Jetzt gerade bei, sagen wir, schön geistiger Literatur, jetzt nicht so sehr Fachbücher und so ein Kram, ne? Gibt es ja leider nicht so viel Auswahl an E-Books, was Fachbücher angeht. Zum nördlichen Kungsleden gibt es sogar eins. Das wäre ja ganz lustig, wenn man dann seinen Reiseführer nicht in Papierform mitschleppen muss. Das hatte ich ja auch noch dabei, den Reiseführer in Papierform, sondern den halt dann auch direkt aufs E-Book laden kann. Also bei entsprechenden Wegen, wo das geht, wäre das jetzt nochmal ein Argument für ein E-Book. So, und was ich jetzt eben wirklich genossen habe, war diese unlimitierte Verfügbarkeit von Lesematerial während der Tour. Ich habe mir das Ding relativ kurzfristig davor gekauft, habe mir einen Haufen Bücher draufgeladen, ich weiß nicht mehr wie viele, ich glaube sechs, eins davon der Herr der Ringe, der allein ist ja ein bisschen dick, liegt aber deswegen eben nicht mehr, ne? Ist ja logisch, aber ich wollte es trotzdem jetzt einfach mal kurz als Argument dazu sagen. Und habe damit wirklich jede Menge Lesematerial dabei gehabt. Die anderen Sachen waren halt auch keine sehr kurzen Bücher. Und am Herrn der Ringe lese ich jetzt noch, weil ich jetzt, wo ich daheim bin, natürlich nicht mehr so viel zum Lesen komme, wie ich das auf Tour gemacht habe. Hab's sehr genossen. Finde das Leseverhalten auf den Dingern angenehmer, als ich dachte, weil ich schon ein Fan von Hardware-Büchern definitiv bin. Und ich möchte auch nach wie vor nicht von Hardware-Büchern völlig abweichen und auch nicht darauf verzichten. Gerade bei so Sachbüchern finde ich das einfach schön, wenn man da wirklich Dinge nachschlagen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du so einen richtigen Wälzer auf den Tisch knallst und den aufschlägst und dann rumblätterst, bis du die Informationen findest, die du brauchst. Das kann ich mir besser merken, als wenn ich jetzt google oder sowas. Googlen geht heutzutage so schnell und das ist dann so eine kurzfristige Information, dass man sie auch sofort wieder vergessen hat. Man liest sie mal kurz, man copy-pastet sie wahrscheinlich auch nur, wenn man sie irgendwo mal kurz einfügen möchte für irgendwelche Texte oder ähnliches. Ist einfach ein ganz anderes Erlebnis. Und das ist definitiv natürlich ein Nachteil dieser Dinger. Das fühlt sich gerade bei Sachinformationen schon so an, als hätte man es gerade auf Wikipedia nachgelesen. Was mit dem Teil übrigens auch wunderbar funktioniert, wenn man WLAN hat. Gut. Also das sind so die allgemeinen Überlegungen einfach jetzt mal gewesen, die ich zu E-Books hatte. Die Vorteile eines E-Books auf Tour im Vergleich zu normalen Büchern sind schlicht und ergreifend, dass man hier so viele Seiten in Anführungszeichen mitnehmen möchte, wie man lustig ist. Viele, viele, viele tausend, überhaupt kein Problem. Viele, viele Bücher. Was man halt einfach niemals tragen könnte als Hardwarebuch. Deswegen entweder wirklich nur ein Buch mitschleppen, das dann schon, wenn es ein dickes Buch ist, schwerer ist als dieses Ding. Und hat halt nur limitierte Leseressourcen oder man liest das Buch tatsächlich dann ein zweites Mal. Das habe ich auch schon erlebt. So Leute gab es auch, die haben das Buch dann einmal gelesen, nochmal gelesen und dann noch ein drittes Mal angefangen, bis die Tour fertig war. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich lese Bücher schon mehrfach, aber dann im Abstand von, ja, in der Regel Jahren. Und ja, mir hat es sehr gut gefallen und ich möchte jetzt, bevor wir dann halt eben, bevor ich euch jetzt nochmal explizit danach frage, was ihr denn so generell von Lesen auf Tour haltet und was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt, insbesondere jetzt Solotouren. Wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist, kann man sich ja beschäftigen. Das ist ja kein großes Problem. Aber gerade eben auf Solotouren empfinde ich es wirklich als sehr angenehm. Paar Erfahrungsberichte würden mich sehr interessieren, aber vielleicht noch nicht jetzt tippen, sondern eher am Ende. Und für diejenigen, die das jetzt interessiert, das könnt ihr jetzt aber auch überspringen, weil der Rest ist jetzt tatsächlich technische Details zu genau diesem E-Book-Reader. Ja, für die das interessiert, möchte ich den jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen, so gut ich das halt eben kann. Bin ja jetzt kein Technik-Experte und kein Technik-YouTuber, aber ich finde, der ist auf jeden Fall einer derjenigen, und ich habe mich deswegen auch bewusst für diesen hier entschieden, der ziemlich outdoor-tauglich ist. Gut,
Und ich mache euch hier eine Texteinblendung, wann dieser Teil vorbei ist. Und dann könnt ihr gleich quasi direkt zum Diskussionsteil vorspulen, wenn euch das jetzt nicht interessiert. Also, wer sich für einen E-Book-Reader für Touren interessiert, das ist der Tolino Vision 4 HD. Das ist, glaube ich, immer noch, vielleicht kommt da demnächst mal ein neuer raus, aber aktuell, glaube ich, immer noch das modernste bzw. neueste und damit auch teuerste Gerät aus der Tolino-Reihe. Ganz grob, soweit habe ich mich schlau gemacht, gibt es zwei Modellreihen, die für Deutschland eine größere Rolle spielen. Das ist einmal die Kindle-Dinger von Amazon. Mit denen kann man dann halt seine Bücher quasi nur bei Amazon kaufen. Es wird sauschwierig, wenn man irgendwo anders dann noch Bücher hernehmen möchte. Und es gibt halt eben alternativ die auch recht weit verbreiteten Tolino. Steht hier drauf. Ich hoffe, ja, man kann es so auf jeden Fall lesen. Tolino ist eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom von sämtlichen größeren Buchhandelsketten, die es in Deutschland sonst so gibt, quasi außer Amazon. Alle anderen, die ein bisschen größer sind, sind da dann fast schon vertreten. Zum Beispiel Hugendubel, selbstverständlich auch Thalia. Und ganz ehrlich, aktuell springen mir spontan keine weiteren Beispiele ein. Das sind auch die beiden, mit denen ich jetzt persönlich ein bisschen was zu tun habe. Teilweise gibt es auch noch erstaunlich kleine Buchhandlungen, die man da auch finden kann. Auf deren Seite, die man direkt mit dem Gerät aufrufen kann, Internetseite, kann man sich dann auch mit dem Gerät direkt entsprechend Bücher runterladen. Ja, so ein Teil zeichnet sich dadurch aus, also wer sich damit gar nicht auskennt und schon mal ein Handy, ein Smartphone in der Hand hatte, dass die hier ein sogenanntes E-Ink-Display haben. Das bedeutet, anders als ein Standard-Smartphone-Display oder was, was die ganze Zeit Strom braucht, hat das hier quasi, braucht dieses Ding nur Strom, wenn die Seite geladen wird. Weil die Seite besteht aus Partikeln, die sich dann zu einer neuen Seite anordnen, wenn man den Knopf drückt. Und in dem Moment, wo die Dinger sich fertig angeordnet haben, sitzen sie quasi wirklich in physischer Form. Das wird gar nicht angezeigt, sondern das sind wirklich schwarze Punkte, die sich im Bildschirm durch die Gegend bewegen. So hat mir das mal jemand erklärt. Wie das jetzt eben exakt funktioniert, weiß ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Tatsache ist jedenfalls, sobald das Bild sich aufgebaut hat und man gerade nicht umblättert, braucht das Ding so gut wie keinen Strom. Es sei denn, die Bildschirmbeleuchtung. Jetzt ist sie aus. Also so sieht er aus, wenn man überhaupt keine Bildschirmbeleuchtung anhat. Und man kann das Ding wie ein normales Buch benutzen, indem man eben eine Lichtquelle verwendet, dann Licht da drauf scheint und dann braucht man auch die interne Beleuchtung nicht. Der hat aber eben auch die Möglichkeit, dass man in stockfinsterer Finsternis lesen kann und sich das Ding halt eben tatsächlich beleuchten lassen kann mit einer integrierten LED-Beleuchtung, die da irgendwie verbaut ist. So, und das sieht dann beispielsweise so aus. Jetzt mache ich mal die Beleuchtung wieder an, damit man auch den Unterschied sieht. Und man kann, wenn man hier auf den Beleuchtungsknopf länger drauf drückt, dann hier diese Beleuchtungseinstellung hervorrufen. Und jetzt ist es zum Beispiel ganz hell. Das kann man jetzt im Video eh nicht so gut unterscheiden, was da jetzt was ist. Dann drückt man da wieder drauf. Dann wäre das Licht aus, wenn man einmal drauf drückt. Und so ist Licht wieder an. Und wenn man halt eben die Intensität verändern will, muss man lange drauf drücken. Und dann kommt das Ding hier nochmal ein bisschen für eine Weile. Und im Prinzip funktioniert das für diejenigen, die wirklich gar keine Ahnung haben, wenn man mal beim Text ist, so, dass man dann halt die Seite liest und dann drückt man rechts und dann blättert da um, vorwärts. Also in die Richtung, in die man bei einem richtigen Buch auch blättern würde. Und wenn man nochmal zurück will, drückt man links und er blättert um nach links. Und wie gesagt, Strom braucht das Gerät quasi nur dann, wenn er umblättert und den neuen Text lädt oder wenn die Bildschirmbeleuchtung läuft. Sonst braucht das Ding so gut wie nicht Strom. Und damit ergibt sich dann halt Akkulaufzeiten jenseits von Gut und Böse. Ich habe das Teil zweimal aufgeladen während der Tour. Das zweite Mal, von der zweiten Ladung ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen was übrig. Also ihr könnt es hier oben sehen, wie viel Akku noch da ist. Und das ist noch aus Schweden quasi, weil ich jetzt nicht so viel zum Lesen gekommen bin, seit ich wieder da bin. Also aktives Lesen mit einer Akkuladung sicher 80 bis 100 Stunden. Die Bildqualität finde ich wirklich sehr überzeugend, sofern man das jetzt im Video erkennen kann. Die Buchstaben sind sehr schön klar, liest sich sehr angenehm. Da habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Und eine interessante Zusatzfunktion, die jetzt dieses, ich glaube, das ist bisher der einzige E-Reader, der das kann, ist, dass man hier die Farbtemperatur
verstellen kann. Das ist jetzt zum Beispiel gerade eine sehr kalte Farbtemperatur. Wenn man das liest, dann hat man dieses Problem, das haben ja diverse Studien ergeben, dass wir heutzutage alle haben, wenn wir vorm Schlafen gehen, noch auf unsere üblichen Bildschirme gucken, sei Smartphone oder Computer, in meinem Fall eher der Computer, und kriegen dann auch mal dieses vergleichsweise helle Licht mit hohem Blauanteil, was uns wach hält, ab und wir schlafen dann schlechter. So, und bei diesem Teil kann man jetzt die Farbtemperatur auf so ein, ja, beige stellen, das so ein bisschen aussieht, das könnt ihr jetzt auch im Video nicht so gut erkennen, wie alte Buchseiten. Also so richtig, wenn ich jetzt hier eins meiner älteren Bücher aus dem Regal nehmen würde, ungefähr die Farbe, die das Papier hat, hat halt eben dann hier auch die Beleuchtung vom Text. Und man wird tatsächlich, das kann ich jetzt nach vielen Stunden der Nutzung echt sagen, dann schneller müde. Und man schläft auch gefühlt wirklich besser. Generell schläft man natürlich besser, wenn man vorm Schlafengehen noch ein bisschen gelesen hat, anstatt dann halt noch bis zur letzten Minute am Computer, was weiß ich, was zu treiben. YouTube-Videos zu schneiden zum Beispiel. Ja, und das ist einfach viel angenehmer dann zum Einschlafen. Ich werde sofort müde, ich schaffe dann noch 4, 5 Seiten, gerade bei dieser Farbtemperatur, und dann bin ich weg. Also wenn ich schlafen gehen möchte. Man kann natürlich auch sagen, ja, ich will aber nicht einschlafen, das ist gerade zu spannend, und dann stellt man halt die Farbtemperatur entsprechend wieder auf kalt. Und dann wird man auch weniger schnell müde. Also ich habe es dann selbst, also bei mir funktioniert es. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass das dann bei jedem klappen müsste, aber ja. So, und noch ein Vorteil von diesem Ding, also nochmal, das ist der Vision 4 HD Tolino, ist erstens mal, die sind viel robuster, als man es von Smartphones oder Tablets gewöhnt ist. Das Ding ist mir mehrfach runtergefallen. Gut, ich habe da normalerweise eine Schutzhülle drum, aber da passiert überhaupt nichts. Das Display ist ja einfach nicht, auch kein Glasdisplay. Ich weiß nicht, woraus genau das besteht, aber diese E-Ink-Displays, die sind halt deutlich solider. Und das ist mir wirklich mehrfach also in Situationen runtergeplumpst, wo man sagen würde, okay, Smartphone wäre jetzt wahrscheinlich hin. Also die Robustheit für Outdoor-Unternehmen ist definitiv gegeben. Und das ist das einzige Modell, zumindest aus der Tolino-Reihe, das so dahingehend wasserdicht ist, dass es nicht kaputt geht, wenn es ins Wasser fällt. Also man kann es vollständig untertauchen, es kann einem in den Gebirgsbach fallen und so weiter und so fort. Das Einzige, was dann passiert, ist, dass man halt ein Weilchen nicht lesen kann und warten muss, bis es komplett getrocknet ist, durchgetrocknet ist. Also das Wasser dringt schon ins Gerät ein. Die empfindliche Elektronik, die ist aber separat nochmal wassergeschützt verbaut. Und alles andere, wenn es getrocknet ist, funktioniert es wieder. Also inklusive dem Bildschirm. Das ist natürlich für Outdoor-Zwecke auch schon mal so ein Faktor, der eine Rolle spielt. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie viel das Ding wiegt. Das würde ich euch jetzt dann einfach mal unten einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Es besteht natürlich immer das Risiko, dass ich sowas vergesse, ne? Und es hat, ich weiß nicht, ich glaube 8 GB Speicher oder was. Da es sich aber um Bücher handelt, die hier drauf sollen, kriegt man da also quasi unendlich viel Bücher unter. Also viele hundert. Das funktioniert ja so, wenn man sich E-Books kauft, bekommt man ja das Recht am Buch. Ob man sich das Ding dann direkt runterlädt oder wie oft man sich das Teil dann runterlädt, ist egal. Man behält quasi auf bis in alle Ewigkeit das Recht am entsprechenden Buch und kann sich das so oft runterladen, wie man möchte. Also man kann es auch wieder löschen und dann halt nochmal runterladen. Da es sich auch um simple Textdateien handelt, dauert der Download auch bei sehr schlechten Internetverbindungen und sehr langsamen Internetverbindungen niemals lange. Also auch ein Herrn der Ringe, der hat hier jetzt 4.189 E-Book-Seiten in dieser Schriftgröße. Den kannst du trotzdem in 30 Sekunden runterladen oder irgendwie sowas. Also das spielt auch keine Rolle. Einen großen Vorteil, muss ich sagen, finde ich, ist die Tatsache, dass man das Ding sehr leicht in Schräglage verwenden kann. Also wenn ich jetzt quasi auf meiner Isomatte liege und will dann noch lesen, im Le Lesen in der Seitenlage. Mit einem normalen Buch hat man dann das Problem, dass man sich da relativ viel Mühe machen muss, gerade wenn es ein schweres Buch ist. Nehmen wir mal das Handbuch der geografischen Wissenschaft für West- und Nordeuropa. Das ist, gelinde gesagt, ein bisschen schwer. Und wenn man jetzt im Liegen da liegt und will dann tatsächlich in diesem Buch lesen, dann sieht das so aus und gemütlich ist anders. Natürlich ist das bei kleineren Taschenbüchern oder ähnlichem nicht so dramatisch. Ja, also das ist auch ein großer Vorteil für mich. Und es gibt noch ein paar interessante Spielereien, sind hier zu sehen in der oberen Zeile. Unter anderem,
hat man eine Kapitelauswahl. Man findet also bei Büchern, die das auch unterstützen, diese Funktion, aber das ist bei fast jedem gekauften E-Book der Fall, hier ein schönes Inhaltsverzeichnis. Also, dass man, wenn es Kapitel überhaupt gibt, die dann auch direkt anwählen kann. Zum Beispiel gerade beim Herrn der Ringe, der hat so ein paar langatmige Passagen. Da gibt es Herr der Ringe-Freunde, die das Ding als Bibel verehren, aber trotzdem manche Passagen ganz gerne mal überspringen, gerade wenn sie das Buch jedes Jahr lesen, so wie ich. Und das zum Beispiel jetzt gerade in diesem Fall eine durchaus praktische Sache. Außerdem für mich persönlich sehr schön ist die Lesezeichenfunktion. Das ist dieses Ding hier. Moment, ah ja, da oben. Grundsätzlich auch ganz toll, wenn man gerade viel in der Bahn unterwegs ist oder ähnliches. Macht man das Ding aus, man liest, man kommt mit der Bahn irgendwo an und muss umsteigen. Dann drückst du hier drauf. Dann ist es erstmal soweit im Standby-Modus. Das ist der Standby-Modus. Psst, Tolino schläft. Dann braucht er auch so gut wie keinen Strom. Also wirklich, vielleicht, ich habe es nicht gemerkt, dass da in irgendeiner Form der Akku von leer wird. Man kann das ewig lange liegen lassen, wochenlang, und der Akkustand ist genau derselbe, wie bevor man es wochenlang hat liegen lassen, sofern es sich in diesem Zustand befindet. Man kann es auch ganz ausschalten, dass der Bildschirm wirklich aus ist, also dass da gar nichts mehr angezeigt wird. Aber weiß bisher nicht, wozu das gut sein soll, außer wenn man irgendwie einen Neustart machen muss, um neue Software zu installieren. Ja, aber worauf ich hinaus möchte, nachdem man das Ding dann einfach mal ausgemacht hat, also quasi wie beim normalen Buch ist zugeklappt, und dann macht man es wieder an und dann liest man genau auf der gleichen Seite weiter, an der man vorher war. Also er merkt sich immer automatisch, wenn man ihn ausmacht, die Seite, bei der man vorher gewesen ist, das entsprechende Buch, bei dem man vorher gewesen ist. Einmal von 20 Malen kommt es mal vor, dass er aus dem Buch mal rausgeschmissen wird, und dann muss man halt das Buch nochmal anklicken, aber dann landet man trotzdem immer auf der korrekten Seite. So, jetzt gibt es aber trotzdem diese Lesezeichenfunktion, mit der kann man sich einzelne Seiten, an denen irgendwas Interessantes steht, markieren. Für mich persönlich ist das eine tolle Sache, gerade bei Büchern, die einen, ja, sagen wir mal, emotional ein bisschen mehr berühren. In meinem Fall ist es halt zum Beispiel der Herr der Ringe. Da gibt es so einzelne Aspekte, die finde ich einfach genial. Möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Dann kann man sich an der Stelle ein Lesezeichen setzen. So. Und jetzt geht man ins Menü und zu meinen Büchern. Und dann kommt man halt zu den Büchern, die man da so drauf hat. Einmal als letztes Buch meine Notizen. Und bei meinen Notizen, wenn ich das richtig verstanden habe, wird dann eine Auflistung sämtlicher vorgenommenen Lesezeichen dargestellt. Und dann immer ein kleiner Auszug aus der entsprechenden Seite, die man sich mit dem Lesezeichen markiert hat. Drückt man auf so ein Ding drauf, kommt man im entsprechenden Buch auf die entsprechende Seite und kann die jeweilige Sache dann halt nochmal vor Ort in voller Länge auch nachlesen. Finde ich, ist eine großartige Funktion, für mich persönlich wirklich sehr, 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 sehr angenehm, so einzelne Weisheiten eben aus Büchern sich dann da so einfach merken zu können, herausnehmen zu können, weil bei einem normalen Buch, was würde man da machen? Möglicherweise ein Eselsohr. Das ist auch schon wieder schade, in einem richtigen Buch Eselsohren reinzumachen, mache ich nicht gerne. Dauernd irgendwelche Zettelchen reinlegen, das funktioniert bei mir auch nicht, weil ich dann doch das Buch mal so halte, da fliegt dann früher oder später alles raus. Und für mich ist diese Funktion wirklich ein außerordentlicher Mehrwert. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Es gibt dann noch so ein paar andere lustige Komfortfunktionen, und man kann mit dem Teil auch, das ist gerade auf Touren interessant, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man möchte aus Akkuschongründen gar kein Smartphone mitnehmen, dann kann man mit dem Teil hier, das hat ja WLAN, auch wie ganz normal wie mit einem Smartphone im Internet rumsurfen und zum Beispiel E-Mails lesen. Theoretisch kann man damit sogar einen Flug buchen, eine Bahn buchen, etc. und so weiter und so fort. Ist unkomfortabel. Dieses Display ist nicht fürs Internet gemacht. Scrollen, wie man das gewöhnt ist von irgendwelchen Smartphones, geht nur ganz, ganz stockend, ganz, ganz schlecht, weil das Display die ganze Zeit nachladen. Ja, das wäre also dieses Gerät. Bedienung wirklich einfach. Also ich bin auch kein Technikfreak, aber das funktioniert problemlos. Dazu gibt es zum Beispiel diese Hülle. Die hatte ich jetzt auf der Tour auch noch dabei, weil ich einfach nicht riskieren wollte, dass mir das Ding kaputt geht. Natürlich, die wiegt nochmal genauso viel wie das Gerät selber, ungefähr.
Deswegen sollte man sich das vielleicht noch überlegen, ob man dann unbedingt gleich so eine schwere Hülle mitnehmen muss. Ich finde die aber sonst für den Alltag zum Lesen, lasse ich das immer in der Hülle drin. Die hat nämlich zwei nützliche Funktionen, abgesehen davon, dass sie das Gerät natürlich schützt. Funktion 1, wenn man sie zuklappt und dann aufklappt, geht er von alleine an. Beziehungsweise, wenn man zuklappt, geht er von alleine aus. Das finde ich schon sehr komfortabel. Hat man weniger, kann man ein paar Sekunden länger lesen morgens in der Bahn. Jede Sekunde zählt. Und zweite interessante Funktion ist, dass das Ding auch gleichzeitig ein Ständer ist. Wenn man nämlich hier unten die Teile ein bisschen lose macht, dann kann man das hier hinten so einklappen und hier vorne quasi, ja. Und dann hat man so eine Ständerfunktion, wenn man sich das vorher sich auf den Tisch stellen möchte. Bringt es allerdings nicht, wenn man, wie gesagt, wie ich so im seitlichen Liegen lesen möchte. Dann müsste man sich nämlich so vor den Kopf stellen und das ist dann ist ein bisschen unpraktisch. Besser ist dann so. Die Schriftgröße kann man auch stark variieren. Erstens mal gibt es verschiedene Schriftarten hier oben auszuwählen und wie man die Seitenränder haben möchte, ob das jetzt Blocksatz oder zentriert sein soll, das kennt man aus Textverarbeitungsprogrammen. Und hier oben hat man den Schieberegler für die Schriftgröße. Machen wir es mal spaßeshalber ganz groß. Also auch für Menschen, die nichts sehen oder nur sehr schlecht, die können das dann immer noch lesen, auch wenn sie ihre Brille vergessen haben. Ich mag persönlich eine bisschen kleiner als die mittlere Einstellung an Text, dass man nicht so oft umblättern muss. Je kleiner der Text ist, desto weniger muss man umblättern und ich bin faul und deswegen gucke ich mir lieber kleineren Text ein und blätter dann nicht so viel um, weil da muss ich ja jedes Mal drücken, das ist anstrengend. Ja, aber mehr fällt mir jetzt wirklich zu dem guten Stück nicht ein. Ich bin da sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Kostenpunkt ist, glaube ich, um die 170 Euro. Das ist natürlich schon erstmal ein Pappenstiel. Man sollte also schon wissen, dass man das lange, lange, lange für viele, viele Bücher benutzen wird. Was E-Books kosten, gut, könnt ihr euch selber schlau machen. Ich glaube, in der Regel sind sie so 1 bis 2 Euro teurer als die jeweilige Quatsch, teurer, billiger als die jeweilige Papierbuchvariante. Was es hin und wieder allerdings gibt, sind irgendwelche Sonderaktionen, wo sie dann nochmal billiger zu kriegen sind. In Deutschland ganz selten, weil Bücher ja der Preisbindung unterliegen. Aber soll es wohl schon gegeben haben. Und es gibt natürlich auch irgendwelche Bücher von kleinen aufstrebenden Autoren, die keine Sau kennt. Wer also gerne irgendwelche Liebesschundromane oder ähnliches liest, die gibt es dann teilweise für 1 Euro als E-Book. Ja, muss man mögen. Und es gibt auch eine ganze Reihe von kostenlosen Büchern, die man in den einzelnen verschiedenen E-Book-Stores finden kann. Und ja, es gibt auch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen möglichen E-Book-Stores, die man mit einem Tolino besuchen kann. Also wie gesagt, Thalia, Hugendubel und was da noch alles gibt, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber wie heißt denn dieses andere Ding da? Na, egal. Weltbild gibt es auch noch, wobei Weltbild vielleicht nicht unbedingt was ist, was ich jetzt empfehlen möchte, aber es gibt es zumindest. Gut, und dann hier jetzt wieder einen Schnitt, das war der technische Part und das geht jetzt auch ganz flott. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, wenn ihr Lust habt, mir ein bisschen einen ausführlicheren Kommentar zu schreiben, wie macht ihr das? Braucht ihr, wenn ihr eine längere Tour macht, was zu lesen? Hört ihr lieber Hörbücher? Und wenn ihr was lesen wollt, wie lest ihr dann? Schleppt ihr wirklich ein Buch mit? Wenn ja, schmeißt ihr das nach und nach weg? Verwendet ihr das dann als Zunder oder Klopapier? Oder bringt ihr es vollkommen erhalten, möglichst noch im guten Zustand wieder mit nach Hause? Und beziehungsweise, was haltet ihr von der Variante E-Book wieder? Hat da irgendjemand anders außer mir auch schon mal positive Erfahrungen mitgemacht? Weil ich bin der erste Outdoor-Fuzzi, den ich jetzt kenne, persönlich. Der so ein Ding auf Tour mitnimmt und davon richtig begeistert ist und das toll findet. Und da würde mich einfach mal der ein oder andere Erfahrungsbericht interessieren. Gerne auch ein bisschen mehr Text als nur, nö, finde ich doof. So eine Information hilft mir nicht so richtig weiter. Also, wenn ihr einen etwas, sagen wir mal, ja, kommunikativeren Kommentar schreiben könntet, das würde mir wirklich ganz außerordentlich weiterhelfen. Und wenn ihr die Teile scheiße findet, dann würde mir auch weiterhelfen, wenn ihr so 1 bis 2 Begründungen angebt, warum denn? Und nicht einfach nur, finde ich scheiße. Fertig. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Also dieser kleine Wunsch, den wollte ich jetzt noch kurz zum Besten geben. Und ja, ich weiß, es ist wieder ein langes Video, aber
Mir macht's Spaß. Dann habt ihr euch jetzt für heute auch wieder genug betüxen lassen und ich wünsche einen vermutlich schönen Abend. Die allermeisten Leute gucken mein Zeug abends. Und bis zum nächsten Mal. Oh, und guten Morgen an die Morgensguck-Fraktion. Da gibt es nämlich auch eine.